Jesus sagte: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Mit diesen ermutigenden Worten aus dem Matthäusevangelium begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Aufgrund der Umstände feiern wir wieder auf diesem Weg miteinander Gottesdienst. Wir, der Marc Fitze an der Orgel und ich, Delia Zumbrunn, hier in der Kirche und ihr an verschiedensten Orten zu verschiedensten Zeiten. Wir sind miteinander verbunden durch Gottes Geist, der mit uns ist, an jedem verschiedenen Ort, zu jeder Zeit. Zum Anfang von dem Gottesdienst möchte ich beten und lade euch ein, innerlich mitzubeten. Gott, du siehst uns und du bist mit uns, wo auch immer wir jetzt gerade sind, was immer uns beschäftigt. Ich bitte dich, schenk du uns jetzt einen Moment von der Ruhe, wo wir können äußerlich und innerlich zur Ruhe kommen. Bitte lass uns spüren, dass du mit uns bist. Und schenk, dass wir etwas hören dürfen, was uns neu Mut macht und Kraft gibt. Amen. Im Moment ist es vielen von uns nicht so wohl in grossen Menschenmengen. In dieser Geschichte, die es heute in der Predigt darum geht, ist es auch einem nicht so wohl in der Menschenmenge. Aber es hat ganz andere Gründe. Er war nämlich sehr unbeliebt gewesen. Mit ihm wollte niemand zusammen sein. Es war auch kein Wunder gewesen. Er ist eigentlich ein bisschen selber die Schuld gewesen. Er hat nämlich beschissen. Er hat seine Position ausgenutzt und hat sich auf Kosten von anderen Leuten bereichert. Natürlich war er so nicht beliebt gewesen bei den Menschen. Er hat sich damit abgefunden, dass er viel allein ist, dass er einsam ist. Aber eines Tages ist etwas passiert, das sein Leben grundlegend verändert hat. Ich lese euch vor, was der Mann erlebt hat. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 1 bis 8. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht sehen, denn er war klein
und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort, bei diesem Baum, musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell vom Baum herab, ich muss heute dein Gast sein. Dieser stieg sofort vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: Jesus ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zu Jesus: Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel Geld abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückbezahlen. Zachäus, die beeindruckt und berührt mich immer wieder neu. Die Geschichte von dem Zachäus, der einsam ist, der unbeliebt ist und der hört, dass Jesus in die Stadt kommt. Und da packt ihn der Gewunder. Er hat doch schon so viel gehört, reden von dem Jesus. Den möchte er persönlich sehen. Aber er hat ein Problem. Er ist zu klein. Und da sind ganz viele andere Leute, die Jesus auch unbedingt sehen wollen und die sich um Jesus scharen. Und natürlich lässt ihn niemand führen, schauen. Das geschieht dem ganz recht, dass er jetzt hinterstehen muss. Aber der Zachäus geht nicht auf. Er ist schlau. Er klettert auf einen Baum, weil er weiss, Jesus muss dort vorbei, wenn er auf Jericho hineinkommt. Von diesem Baum aus kann er Jesus sehen. Ich vermute, dass er aber nicht damit gerechnet hat, dass Jesus auch ihn sieht. Als Jesus an diesem Baum vorbeigeht, bleibt er stehen und schaut auf. Jesus sieht den Zachäus. Er sieht, wie er allein auf dem Baum ist. Er sieht ihn in seiner Einsamkeit, in seiner Not. Und Jesus kennt ihn. Er ruft ihn bei seinem Namen. Zachäus, komm, komm runter. Jesus lässt ihn ein, zu sich zu kommen. Und er sagt: Ich möchte dein Gast sein. Jesus will den Zachäus besuchen. Er möchte Gemeinschaft mit ihm, Tischgemeinschaft, Zeit mit ihm verbringen. Jesus macht ihm keine Vorwürfe. Er hat keine Moralpredigt.
Die Leute verstehen nicht, dass Jesus gerade zu dem geht. Wahrscheinlich verstehen sie auch das nicht, dass Jesus ihm nicht sagt, was recht ist. Nein, Jesus hat keine Predigt. Jesus geht einfach nur zu einem auf Besuch, verbringt die Zeit mit ihm. Und genau das, dass Jesus zu ihm kommt, das löst beim Zachäus ganz viel aus. Es heisst, er ist voll Freude vom Baum runtergekommen, wo Jesus ihn gerufen hat. Und nach dieser Begegnung mit Jesus in dieser Gemeinschaft wird er bereit, sein Leben zu ändern. Ganz von sich aus hat er das Bedürfnis. Jesus hat nicht gesagt, er müsse. Er möchte sein Reichtum teilen und er möchte vor allem in Ordnung tun, was er Unrecht getan hat. Ja, die Gemeinschaft mit Jesus verändert ihn und sein Leben. Das berührt mich sehr an dieser Geschichte. Wie Jesus den Zachäus sieht und wie er zu ihm geht. Ohne Vorwürfe. Einfach mit ihm ist und mit ihm Gemeinschaft hat. Und genau das macht mir Mut. Mut darauf zu vertrauen, dass Jesus, dass Gott auch mich sieht, mit meinen Nöten. Dort, wo ich einsam bin oder unzufrieden bin. Dass Gott auch zu mir kommt und mit mir ist. Berührt mich, wie Jesus den Zachäus sieht und zu ihm geht. Noch etwas Zweites an dieser Geschichte beeindruckt mich und inspiriert mich. Nämlich, dass der Zachäus auf den Baum klettert. Ich glaube, das ist nicht etwas Nebensächliches in dieser Geschichte. Ja, der Zachäus will Jesus sehen. Aber es scheint unmöglich. Das heisst, da war eine grosse Volksmenge. Ich stelle mir ein riesiges Gedränge vor um den Jesus um. Und der Zachäus merkt, da habe ich keine Chance, Jesus zu sehen. Ich muss aus dem Gedränge raus. Ja, er muss aus dieser Menge raus. Und erst von dort oben, vom Baum aus, hat er einen freien Blick und kann Jesus sehen. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich selber kenne es gut. So Zeiten, wo ich auch in einem Gedränge inne bin. Und schwierig finde, Gott zu sehen. Das Gedränge ist nicht immer eine Volksmenge. Manchmal sind es viele Leute um mich herum. Aber manchmal sind es auch viele Termine. Manchmal sind es auch einfach viele Sachen, die ich im Kopf habe, zum Erledigen.
Manchmal ist das Gedränge auch einfach in meinem Kopf. Ein Gedränge von Sorgen, das sich da in meinem Kopf und in meinem Herz hineindrängt und mir die Sicht nehmen will. In solchen Momenten muss auch ich manchmal auf einen Baum. Mich zurückziehen, einen Ort suchen, wo ich in die Stille kann, mir Zeit nehmen, eben draus zu gehen aus dem Gedränge. Dort darf ich merken, wie mein Blick langsam wieder frei wird und ich Gott kann sehen. Wenn ich den Blick habe, dass Gott in meinem Leben ist. Und dort, in diesen Momenten, kann ich auch erleben, wie Gott mich sieht. Dass Gott zu mir kommt und mit mir Gemeinschaft hat. Und auch ich mache die Erfahrung, dass das mich verändert und auch meinen Alltag verändert und sich auswirkt auf mein Leben. Ich glaube, es tut gut, immer wieder so wie der Zachäus auf einen Baum zu gehen, aus dem Gedränge raus und den Blick noch frei werden. In diesem Sinn wünsche ich uns, immer wieder so Zachäus-Momente mit im Alltag. Momente, wo wir uns äußerlich und innerlich aus dem Gedränge rausnehmen, zur Ruhe kommen, wo der Blick kann frei werden kann. So Momente, wo wir erleben dürfen, dass Gott uns sieht, und Gott bei uns ist. Amen. Ich lade euch jetzt nochmal ein, innerlich mitzubeten, mitzukommen auf den Baum und auf Gott zu schauen. Gott, danke, dass du uns kennst und uns siehst. Du weißt, was uns im Moment beschäftigt. Wir legen es dir her. Gott, du kommst auf uns zu. Du willst bei uns sein. Hilf uns, das zu sehen. Lass uns dein Dasein erleben und spüren. Gott, hilf uns auch zu sehen, wo Menschen in unserem Umfeld einsam sind. Hilf uns, ihre Not zu sehen und für sie da zu sein. Und hilf uns auch immer wieder, aus dem Gedränge rauszugehen und dich zu sehen. Amen. Thank you.
Am Schluss von diesem Gottesdienst darf ich euch den Segen zusprechen. Den Zuspruch, dass Gott mit euch ist. Gott segne und behüte dich. Gott schenke dir Freude am Leben, Hoffnung für alles Kommende und Kraft zum Lieben. Gott stärke dich und begleite dich auf allen deinen Wegen. Amen.